Moin Leute, Mensch Marek wieder am Start. Heute mit Cam Man und Jan W. Punkt. Ja, ich weiß seinen kompletten Namen nicht kennen. Wir sind gerade auf dem Weg zum Schwimmbad. Und ja, vielleicht will Cam Man uns einen Kommentar abliefern, was wir jetzt gerade so machen. Warum wir jetzt filmen und einfach nur so aus Spaß. Also warum wir jetzt filmen, ist einfach nur so, ja, Mensch Marek privat, so. Ja, Alltag, Leben, wir sind gerade im Bus, den 88 Punkt, Punkt, Punkt nach Punkt, 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 das ist natürlich Punkt, Punkt, Punkt. Auf jeden Fall etwas unterhaltsam hier und wenn ich euch jetzt so ein Video abliefer, das will ich jetzt erstmal noch von mir sehen können, weil ich noch gerade am anderen Video schneiden bin und ja, außerdem das Video wird 100% uncut hochgeladen, also das andere Video wird Marek-Video sein. Was das bedeutet, Marek, seht ihr im nächsten Video, also freut euch drauf. Ja, und jetzt noch ein paar Kommentare vom Cam Man. Heute mal Information. Wir filmen nicht mit Markus, also Marek, nicht Markus, Marek, Kamera, sondern mit meinem Handy. Ein LG Optimus irgendwas, laba laba. Auf jeden Fall ein P700, glaube ich. Ein Optimus L was? Keine Ahnung, auf jeden Fall Optimus L.P700 Post Full HD. Ja, also ich würde mal sagen, besser als meine Kamera, aber meine Kamera hat ein Stativ und alles Mögliche. Auf jeden Fall. Vielleicht will Jan auch noch ein paar Kommentare ablassen. Nein, will er nicht. Ist begeistert im Video, fast im Video gewesen zu sein, aber es war seine Chance. Okay, apropos Chance, ja. Wir haben gerade hier ein Schild stehen, da steht drauf, 1, 2, 3, letzte Chance vorbei. Wo drauf steht, Schwarzfahrer zahlen nicht nur 40 Euro und werden sofort namentlich registriert, sondern müssen auch mit einer Strafanzeige rechnen. Und damit ist bewiesen, Leute, kauft einfach eine Fahrkarte, die kostet, keine Ahnung, für einen Erwachsenen 2,70 Euro, für ein Kind 1 Euro, 1,10 Euro. Oder wollt ihr anstatt 40 Euro namentlich genannt werden oder Strafanzeige kassiert werden? Nee, alles in einem. Also jetzt doch mal zu Jan. Jan kennt sich bestimmt mit Schwarzfahren aus. Erzählen Sie uns mal was davon. Apropos Schwarzfahren, Jan ist etwas schwarz, also hinter den Ohren. Also. Nein, geht schon. Also ich rate euch nur, wenn ihr Bus fahren wollt, kauft ihr lieber eine Fahrkarte. Schwarzfahren ist nicht gut. Außer im Zug, da kommt sowieso keiner vorbei, also probiert es aus. Ach du Scheiße, rate mal, was ich gerade für ein Schild sehe.